Die erste Kapadonna schreibt mir. Ein Link. Jetzt kommt das scheiß TikTok, oder? Der Luke schreibt mir. Nicht einmal der Virus rottet Dummheit aus. Schon wieder jetzt scheiß kommt TikTok, oder? Die Julia schreibt. Schon wieder ein TikTok-Link. Der Nico Griebam schreibt schon wieder ein TikTok-Link. Alter, was ist mit euch? Warum immer nur scheiß TikTok, Alter? Hobby! Blatt! Ich bin's, der Birger! So, wir fangen da jetzt an. Seit einer Zeit kriege ich keine YouTube- oder Facebook-Videos mehr von irgendwelchen Chefkochdeppen oder anderen Preisen offen, sondern nur noch diese absolutäre Totalausfall in Hochkant gefilmte TikTok-Scheiße. Aber, weil ich halt mehr so der offene Typ bin, hab ich mir gedacht, gut, dann setze ich mich heute mit auseinander. Vielleicht ist ja gar nicht so schlimm. Nicht, dass ich in meinem Entertainment-Dasein noch etwas übersehe. Ne, aber, und angefangen hat es so. Bläh! Alter, Account macht und gleich mit 3 Follower. Nice! So, schauen wir uns die Scheiße mal an. Was hab ich mir noch ein Ding dabei? Dreimal scrollen. Und mir ist da schon das Hirn 14 mal stäbeln. Aber gut, urteilen wir nicht zu früh. Ich hab auch schon ein paar völlig out of context Bullshit-Videos gemacht. Also ist es nicht. Darum hab ich mir mal seine Accounts ein wenig genauer angeschaut. Ah, okay. Der Alex Freerun. Alter, 1,3 Millionen Follower und 50 Millionen Likes. Brudi, da geht's. Macht wahrscheinlich so coole Freerun-Videos und Parkour-Zeug. Was schon ganz geil ist, wenn man das drauf hat. Freerun-Videos. Gib ihm mal die ganze Zeit einen Kuss. Okay. Okay. Warum holt er eigentlich schon wieder das Spaghetti-Nest am Schell? Hi, Schatz. Sollen wir losfahren? Hallo? Sollen wir losfahren? Kannst du mir antworten? Antworte mir! Was soll das? Das frage ich mir auch, ja. Wenn du mir noch einen Kuss gibst, dann hau ich dir in die Eier! Nein! Gib ihm mal die ganze Zeit. Was? Gib ihr mal die ganze Zeit einen Kuss. Plus weg, Herzrot. Was? Warum? Freerun, Parkour, wo? Wo? Warum? Und das Allerschlimmste ist, die Scheiße hat 231.000 Likes. Likes! Nicht Views, Likes! Warum habe ich das Gefühl, dass einmal jetzt einzelne Busse Sauz wieder war? Wie gesagt, random Bullshit habe ich auch schon verbrochen, so ist's nicht. Schauen wir uns zur Sicherheit noch an so. Bro, du musst mir helfen. Ich schaff's einfach nicht mehr. Lucy kann man nicht bändigen. Sie ist so verrückt geworden. Sie ist so verrückt. Fessel sie doch. Fesseln? Ja, fessel sie doch. Bro, wir müssen sie fesseln. Ja, Mann, let's go. Ist let's jetzt! Go. Was ist bei ihr los? Ach, Bro. Scheiße, Bro. Wir brauchen Felix, wir brauchen... Okay, komm schon, wir stürmen jetzt. Komm, let's go, let's go! Ah! Bro, du musst mir helfen. Alter, was ist mit euch? Ich sitze mich da wirklich her und versuche es wirklich zu verstehen. Was ist das? Was schaue ich mir da an? Warum?
Zeit? Und warum hat das Video 53.000 Likes? Und diese Kommentare dazu. Ich bin cool 22. Auch wenn's gespielt ist, zu lustig. Bitte mehr. Ja, unbedingt. Ich verstehe es nicht. Was ist mit ihm? Was möchte man sagen? Was ist seine Aufgabe? Ist er kreativ? Ist er lustig? Kann er irgendwas Tolles? Ich weiß es nicht! Was ist das für eine hirnverbrennte Dummscheiße? Aber gut, den erstbesten Volltappen, den findest du überall. Den gibt's auch auf YouTube. Oder Facebook oder Instagram, gerade genug gibt's es. Egal, dann habe ich mir die anderen hervorragenden Vorschläge mal angeschaut. Clipshit Jesse, okay. Saftige 570.000 Follower und 70 Millionen. Ich wiederhole, 70 Millionen Likes. Das ist eine 70 mit 6 Nuller. Nur damit sich da keiner verdurrt oder so. Slow-Mo, POV und Comedy. Comedy, Alter. Mit 70 Millionen Likes, da muss mir das 12-jährige Comedy-Talent aber ordentlich aus die Adiletten wichsen vor lauter Lohe. Hab ich gemeint. Bitch, I'll wreck on your ass. What the fuck? Comedy! Wo? Was schau ich mir denn da an? Und was der die Hähne da? Ohne weiteren Fragen zum Stellen, bevor er im totalen Delirium landet, habe ich ganz schnell das nächste geklickt. Eure Tracks, skip, alles was ich schreib, wird der nächste Hit. Hab am Maus dabei und ich kipp. Alles was ich brauch, ist der bayerisch Trip. Also mir abgesehen vom generellen... Warum hat sie Jogginghosen bis unter die Tipp aufgezogen? Kehrt das so? Hat man das halt so? Aber das Geilste ist, weil das noch nicht gelangt. Die Scheiße hat 86.000 Likes. Und ich glaube, ich weiß warum. Vielleicht ist es euch nicht aufgefallen. Aber ich glaube, wegen der 4.000 km/h hin, die da von links einer kommt. Alles, was ich brauche, ist der bayerische Trip. Press F für ein 4.000 km/h Gickel. Okay, du wolltest mich nicht. Aber wieso hast du mir dann die Hoffnung gegeben? Wieso hast du mir dann den Moment gegeben, wo ich deine Hand halten durfte? Wieso hast du mich dann angelächelt? Wieso hast du dann nächtelang mit mir telefoniert? Wieso? Okay. Wieso? Comedy, wo? Was ist mit dir? Du bist weg! Und dann habe ich es gefunden. Diese sagenumwobene Comedy. Drück mal drauf! Ist deine Fresse kaputt, macht Murat sie wieder gut. Drück mal drauf! FBI, open up! Okay, ich muss weg. Schluss! Alter, das waren jetzt zwei Accounts! Zwei! Und nicht einmal ein Hint für Videos! Noch eins mehr, he? Und ich muss mich zum Notschlachten einliefern lassen! Was möchten mir die Leute sagen? Was ist seine Aufgabe? Der Freerun Sepp fesselt sein Alter an dich und dich sowieso eingeliefert, gehört! Und unser 12-jähriges Zahnspang in Comedy-Talent sprengt ein 12.000 km/h-Gickel durch den Hof! Und sorgt dafür, dass ich zum mein PC auf der FBI-Pädobär-Listen land! Weil ihr der Nachbarsbuhr und die Pfigkeit! Was soll denn das darstellen? Mich würde ja die Antwort interessieren, wenn ich sie eine Leute frage. Und was machst du so auf TikTok? Ja, das ist schwierig zum sagen, aber das Wichtigste ist, dass ich ganz ich selber sein kann. Wow!
klasse, bin überwältigt. Wie angenommen ist diese Deppel-Plattform nur dafür da, dass das letzte talentfreie Hurngesicht fürs sprichwörtlich nichts tun und nichts können seine Likes abgreift. Wenn Facebook und Instagram ein Inzestkind kriegen und du das auf Wish bestellst, dann kriegst TikTok aufs Handy geliefert. Halt mal also fest, auf TikTok Fame sei, ist als wenn du in der Behindertenwerkstatt den schönsten Stecker geschnitzt hast. Aber Leute, irgendjemand muss das Nivea auf dieser Drecksplattform anheben. Und darum habe ich auch meinen kleinen Teil dazu beigetragen. Habe die Ehre miteinander! Ich bin's, der Birger, und heute heißt's How to TikTok! Und weil wir auf der Scheißplattform keine Zeit mehr haben, fangen wir direkt an in Phase 1. Halt dein Futzen! Die Fragen aller Fragen ist wie alle bei meinen die das ernst? Moin, ich das ernst? Ja, Mann! Gutzi fix! Das moin ich ernst! Da, mit Schleime! Wenn ich von der Schlaganfallreha wieder da bin, dann rasieren wir den restlichen Lip-Sync-Spacko-Dance-Battle-talentfreien Idioten auf aus dem Leben! Habe die Ehre! Like und Abo nicht vergessen, sonst steck ich dir 4000 km/h-Kickerl in der Jogginghosen und ziehst dir über die Ohrwäschel drüber! Gutzi fix! Unfassbar!